Erinnert ihr euch noch daran, wie Beatrix von Storch auf der Maus abgerutscht ist? Oder wie sie, als es um den Klimawandel ging, die Sonne verklagen wollte? Oder wie Donald Trump vorgeschlagen hat, sich Desinfektionsmittel gegen Corona zu spritzen? Oder an Gaulands Vogelschissbemerkung? Oder daran, wie Horst Seehofer sich darüber gefreut hat, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben wurden? Das ist das Niveau, auf dem die Mächtigen dieser Welt über die wichtigen politischen Fragen unserer Zeit sprechen. Das ist das Niveau. Deshalb müssen wir darüber reden, wie wir über die Welt reden. Die beste aller Welten ist eine Katastrophe. Nein, schlimmer, sie ist voller Katastrophen. Von allen Seiten winkt der Weltuntergang. Corona, Klimawandel, Krieg, Inflation, das Ego von Richard David Precht. Es ist alles schwierig auszuhalten. Doch das Tröstliche ist, all die Probleme, die es gibt auf der Welt, sind lösbar. Also außer dem Tod und außer der Liebe, daran werden wir für immer verzweifeln. Aber alle anderen, das ist doch schön. Wir sind nicht ohnmächtig. Wir können handeln und wir wissen in den meisten Fällen sogar, was zu tun ist. Fast alle Krisen sind zu meistern, wenn wir ihnen mit ehrlicher Vernunft begegnen. Was wir mit beeindruckender Konsequenz nicht tun. Ich habe eine gewagte These. Die größte Gefahr für die Menschheit sind nicht Klima, Krieg und Katastrophen, sondern der Populismus, weil er so ein schönes Mittel ist, um alle Gefahren zu ignorieren und alle Lösungen zu verhindern, weil er dafür sorgt, dass jede vernünftige Debatte unter einem Berg aus Rhetorikmüll erstickt. Deshalb müssen wir den Populismus bekämpfen, mit allem, was wir haben. In Zeiten von Fake News, Diskriminierung und Diskursverschiebung kann sich die Demokratie keine Wehrlosigkeit leisten. Auch wenn es mir im pazifistischen Herzen wehtut, rüste ich deshalb auf, sammle meinen Kampfgeist und fahre die schärfste Waffe auf, die mir zur Verfügung steht. Ich schreibe Gedichte. Poesie gegen Populismus. Vielen Dank. Ich möchte über Populismus sprechen, weil ich wirklich glaube, dass der Populismus das große Problem ist, das hinter all den kleinen Einzelproblemen steckt. Und Populismus ist ja immer so ein Beschwören einer Gemeinsamkeit und ein Abgrenzen gegen andere. Er ist ein großes Wir gegen die. Wir gegen die Ausländer, wir gegen die Armen, wir gegen die da oben, wir gegen die Weiber. Aber lustigerweise wird es immer dargestellt als ein großes Die gegen uns. Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die Armen liegen uns auf der Tasche. Die da oben wollen uns bevormunden. Die Weiber, was tun die Weiber? Die wollen was. So. Schlimm genug. Und das ist tatsächlich auch ganz lustig. Also Populismus ist in der Regel unterhaltsam, ne? Aber das Problem ist, dass er so gute Geschichten produziert. So gute, griffige, scheinbar wahre Geschichten, die einfache Scheinlösungen bieten für komplexe Probleme. Und so unterhaltsam er auch ist, so effektiv ist er eben auch und so gefährlich ist er auch. Deswegen müssen wir ihn bekämpfen. Und wie könnte man das besser tun als mit Poesie? So, ne? Deswegen habe ich mir die schönsten, schlimmsten, lustigsten, dramatischsten, populistischsten Aussagen von Menschen mit Macht herausgesucht. Also Menschen, die entweder tatsächlich politische Macht haben, also Entscheidungsgewalt über das Leben anderer Menschen, oder die mächtig sind, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, weil sie eine Stimme haben, die gehört wird. Und habe diese Zitate, diese Aussagen mit Gedichten und mit Briefen beantwortet. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, come on, ein paar Gedichte werden es jetzt auch nicht rausreißen. Aber habt ihr es schon mal versucht? Nein. Also, ne? Deswegen machen wir das. Es ist so, ja. Anderthalb Menschen im Publikum freuen sich, reicht mir völlig. Es ist gut. Ja, ihr seid jetzt so ein bisschen in der Lyriklesung gefangen, ne? Das wusstet ihr vorher nicht, aber es wäre jetzt wirklich super unhöflich, aufzustehen und zu gehen. Das heißt, da müsst ihr jetzt leider durch. Aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ich illustriere das mal. Ich möchte mit dem Themenkomplex Rassismus anfangen. Ich weiß nicht, haben wir da Profis, sind Rassistinnen oder Rassisten anwesend? Niemand. Erstaunlich. Wo wir ja einen durchaus, sagen wir mal, existentes Rassismusproblem in unserer Gesellschaft haben. Aber hier sitzen, für die Leute, die gerade zuschauen, ihr sitzt vielleicht nicht, hier sitzen, ich würde mal schätzen, 200 Leute, aber
Rassismus komplett unbekannt. Ich bin ja bei mir selbst manchmal gar nicht so sicher, aber wenn ihr sicher seid, ist es gut. Es ist aber auch nicht so schlimm. Also wenn ihr jetzt sagt, ich bin da so gar nicht bewandert, ich kann das nicht so gut, wir legen heute so einen Grundstein, darauf könnt ihr dann aufbauen. Ne? Also am Ende des Abends ist es Rassismus-Lehrgang Lektion 1. Ich möchte anfangen mit einem Mann, der mit Rassismus so direkt eigentlich gar nichts zu tun hat. Björn Höcke hat gesagt... Björn Höcke hat gesagt, diese Bundesregierung hat Millionen illegale Menschen ins Land gelassen. Und ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Lieber Björn, Menschen sind nicht immer schön. Sie riechen, wenn man sie nicht wäscht. Sie können ziemlich obszön stöhnen und sich kratzen am Gemächt. Sie töten Tiere nur zum Scherz. Sie lassen sich von Trump betören. In manchen schlägt ein gutes Herz, doch andere heißen leider Björn. Den Mensch zu lieben ist nicht leicht, doch selbst erscheint's dir wie eine Qual, dann merkt dir, dass ein Grundsatz reicht: Kein Mensch ist illegal. Vielen Dank. Und wir bleiben kurz noch bei derselben Partei, ich weiß auch nicht warum. Ich habe sie am Anfang schon genannt, Beatrix von Storch. Erinnert sich, also wer von euch erinnert sich an diese Mausgerutscht-Geschichte? Mal hier rufen. Okay, wer erinnert sich nicht? Okay, das ist gut, dann kann ich es erzählen. Also, Beatrix von Storch hat 2016, war das, auf ihrer Facebook-Seite eine Diskussion über Grenzschutz geführt, also so EU-Außengrenzen. Und ein Facebook-User schrieb das folgende: Wollt ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern? Also Grammatik so mittel, ne? Aber ihr habt es verstanden. Und Beatrix von Storch schrieb ja. Und da wird die Geschichte aber erst interessant. Sie hat nämlich laut Spiegel anschließend erklärt, ihre Zustimmung zur Waffengewalt gegen Kinder sei ein technischer Fehler gewesen. Sie sei auf der Maus abgerutscht. Und sie ergänzte noch, gegen Kinder ist der Schusswaffeneinsatz richtigerweise nicht zulässig. Frauen sind anders als Kinder verständig. Also Frauen sind schlauer als Kinder, deshalb darf man auf die schießen. Es ist eine interessante Logik. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja voll für Feminismus oder so und so, ne? Aber dann kommt so eine Frau von Storch und man beginnt zu zweifeln. Naja, ich beneide, nein, ehrlich gesagt spricht aus mir auch so ein bisschen der Neid. Ich beneide die AfD um die Klarheit ihrer Feindbilder. Anstand, Ausländer und alles, was grün ist. Es ist so einfach. Das hier ist auch ein sehr schönes Zitat. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Sarah Wagenknecht, die ist gar nicht in der AfD, ne? Verdammt, mein Fehler. Entschuldigung, ich komme da manchmal. Kommen da manchmal ein bisschen durcheinander. Aber Tino Chrupalla ist in der AfD, oder? Der ist doch sogar Bundespressesprecher der AfD. Der hat gesagt, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass meine Partei ein Sammelbecken rechtsextremistischen Gedankenguts ist, weshalb ich nun eine Kursänderung der AfD in moralisch weniger fragwürdige Gewässer anstrebe. Ja, okay, das hat er nicht gesagt. Aber es wäre schön, oder? Wisst ihr, man muss sich manchmal auch vorstellen, wie es sein könnte. Man muss sich manchmal ganz kurz vorstellen, wie schön es sein könnte, wenn sie andere Dinge sagen würden. Dann ist man zwar nur sehr kurz, aber für einen kurzen Moment sehr, sehr glücklich. Aber die Sache ist die, also es kann jetzt natürlich sein, dass ihr sagt, okay, ich kann das mit dem Rassismus nicht so gut und so gut wie die werde ich eh nie. Das kann auch sein. Aber ihr müsst da auch nicht unbedingt verzagen, weil das sind natürlich Menschen, die das professionell machen. Also das sind Menschen, die morgens aufwachen, sich die Welt anschauen und überlegen, wie kann ich das, was heute passiert ist, so drehen, dass die Ausländer schuld sind. Das ist, was sie tun. Das ist, was sie den ganzen Tag machen. Natürlich sind die gut darin. Wenn es aber nur das wäre, dann hätten wir ja kein wirkliches Rassismusproblem in Deutschland. So, ne? Dann wäre es ja immer noch eine, leider wachsende, aber ne? Immer noch eine Minderheit. Aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die das eher hobbymäßig betreiben und vielleicht auch gar nicht immer so bewusst. Ich habe eine Sendung gesehen im WDR.
Und es ist, sie heißt Die letzte Instanz und es ist eine schöne Sendung. Ich will gar nichts gegen die Sendung sagen, aber da war so eine Folge, die war so ein bisschen unglücklich, sagen wir mal. Im November 2020 wurde die ausgestrahlt, sie hat aber erst ein paar Monate später für Diskussionen gesorgt. Erinnert sich jemand von euch an diese Folge und weiß, worum es geht? Mal hier rufen. Okay, drei, alles klar, dann erzähle ich es. Also, da saßen, das Konzept der Sendung, es ist eine Talksendung, eine Gesprächssendung, aber nicht eine klassische Talkshow. Also es ist nicht das Prinzip, dass sich da Expertinnen und Experten hinsetzen, sondern dass da Leute so ein bisschen so halb privat sich unterhalten über, ich glaube, drei Themen pro Sendung. Und in der betreffenden Folge war ein Themenblock Rassismus, konkret so Begriffe, ne? Also das böse N-Wort, darf man das noch sagen, darf man das böse Z-Wort sagen, werden wir alle verhungern, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir unser Schnitzel bestellen, so das Problem war da, wurde intensiv erörtert und es herrschte relativ große Einigkeit darüber, dass die sich alle nicht so anstellen sollen, ne? Und dass es doch alles nicht so schlimm ist und dass man auch echt humorlos ist, wenn man sich über sowas aufregt und da saßen wie nicht selten in solchen Sendungen bei dem Thema fünf Weiße und haben darüber gesprochen. Es herrschte recht große Einigkeit. Da saß Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz, dann einer von Big Brother, wie heißen die? Jürgen, wie heißt der? Milski, Jürgen Milski und Janina Kunze. Von der ich ganz ehrlich, völlig ohne Häme, bis vor kurzem nicht ganz sicher war, was ihr Beruf war. Und dann habe ich mal das Publikum gefragt und dann hat jemand gesagt, das ist die Tochter von Hausmeister Krause. Und ich wusste gar nicht, dass das ein Job ist. Aber offenbar ist das ein Job. Nein, also die ist Schauspielerin oder so, ne? Die macht bestimmt, ich habe das noch nicht so verfolgt. Und die saßen dann drüber gesprochen und waren sich recht einig. Ah, man kriegt ja dann immer so Shitstorms, wenn man mal was sagt. Und dann sagte Thomas Gottschalk, ich habe das ja selbst erlebt mit dem Shitstorm. In meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix habe ich mir irgendwann eine schwarze Perücke aufgesetzt, mir einen Bandana gemacht. Ich hatte auch eine Gitarre und die ausgestellten Hosen habe ich sowieso noch. Und Steffen Halaschka, der Moderator, fragte, und mit Blackfacing hast du dich schwarz geschminkt? Und Thomas Gottschalk sagte, ja, ja, aber das war eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix und nichts anderes. Und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Ach Thomas, du verkannter Held. Kaum malst du dich von Stirn bis Kinn schwarz an, schon bist du schwarzes Schaf. Was nützt dir all dein Fame und Geld, wenn man dir sowas übel nimmt, dich grundlos mit Verachtung straft? Ja, wenn der Schrei der Wokeness gellt, der Shitstorm, dem niemand entrinnt, ist jeder froh, wenn's ihn nicht traf. Was ist das bloß für eine Welt, in der nicht du allein bestimmst, was andere verletzen darf? Egal, wie du dein Schnitzel nennst, egal, ob du das N-Wort sagst, wenn du's doch nicht rassistisch meinst. Jeder weiß, dass der dich kennt und jeder weiß, dass der dich mag. Dass du wie ein Rassist nur scheinst. Im Herzen bist du tolerant, hast Freunde alle links und bunt, bist mitfühlend und couragiert, im Gutsein fast schon militant, bloß auf dem Weg vom Herz zum Mund. Niemand weiß, was da passiert. Vielen Dank. Ich kenne Thomas Gottschalk nicht persönlich, aber ich bin mir relativ sicher, dass er tatsächlich kein Rassist ist. Ne? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen so eine emotionale Faulheit, von der wir uns alle selbst auch nicht unbedingt freisprechen können. So eine Empathiefaulheit. So muss ich mich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, was das mit anderen Menschen macht. Und ich glaube, dass wir das vielleicht alle ein bisschen haben. Aber es ist ja auch nicht so, als fänden wir jetzt in Deutschland irgendwie, als wären wir irgendwie alle voller Rassismus, als fänden wir jetzt irgendwie alle Ausländer doof. So ist es ja nicht. Wir können Ausländer und vor allem Ausländerinnen ganz, ganz toll finden, wenn die in einem anderen Land sind. Dann sind wir da richtig gut drin. Die Sache mit dem Iran zum Beispiel, ne? Also hat das irgendjemand nicht mitbekommen? Glaube ich, vor sehr kurzem war der Jahrestag auch des Todes von Jina Amini. Ne, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, große feministische Revolution, unfassbar mutige Frauen und Männer, die alles riskiert haben und zum Teil alles verloren haben. Und ich fand die hiesige Debatte darüber ganz interessant. Zum einen, weil sie
naja, nur bedingt geführt wurde. Aber es gab so ein kurzes Fenster der Aufmerksamkeit. Und in diesem kurzen Fenster der Aufmerksamkeit ist mir, sagen wir mal, eine gewisse Gemeinsamkeit aufgefallen darin, wie alle Parteien von den Grünen bis zur FDP auf diese Sache reagiert haben. Der SPD-Parteivorstand hat zum Beispiel auf Twitter geschrieben, die sozialdemokratischen Frauen Europas stehen solidarisch an der Seite der Frauen im Iran. Omid Nuripur, einer der Vorsitzenden der Grünen, hat geschrieben, an alle Frauen im Iran, der Ukraine, in Afghanistan oder in Saudi-Arabien, wir stehen an eurer Seite. Katja Leikert von der CDU, ich bin mir ganz sicher, dass wir alle hier fest an der Seite der Frauen im Iran stehen. Ria Schröder von der FDP, Freiheit ist weiblich, wir stehen an der Seite der mutigen Frauen im Iran. Und ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Liebe Frauen im Iran, ich stehe nicht an eurer Seite. Selbst auch teile ich eure Wut. Wer das sagt, verkennt die Weite, die uns trennt in Raum und Mut. Ich bin hier und ihr seid da. Was euch trifft, das trifft mich nicht. Weder Kugel noch Gefahr noch das Herz, das in euch bricht. Ich sehe euch nur digital, auf Bildern, spende euch Applaus. Vielleicht weine ich sogar mal, doch dann bin ich wieder raus. An der Seite einer Heldin, ja, so sähe auch ich mich gern. Doch zwischen mir und euch sind Welten und ihr seid die, die sie durchqueren. Ich stehe nicht an eurer Seite. Ich stehe hinter euch und staune. Und ich sehe, wie ihr leidet. Ich stehe hinter euch, ich raune und ich flüster was von Zeit, um euch als Echo beizustehen. Ich stehe hinter euch ganz weit, in eurem Schatten kaum zu sehen. Vielen Dank. Wer hat jetzt noch gute Laune? Habe ich mir gedacht. Ist ein bisschen gemein, ne? Es sind kurze Gedichte, ihr müsst ganz viel applaudieren. Das ist eigentlich eine verkappte Fitnessveranstaltung, ich gebe es zu. Ihr geht mit solchen Oberarmen heute raus. Ich habe auch überlegt, ob ich noch kürzere Gedichte schreibe, weil dann kann ich für noch weniger Gedicht noch mehr Applaus bekommen. Ich glaube, vielleicht sind Fitnessveranstaltungen genauso entstanden. Das waren alles mal Lyriklesungen. Bis die irgendwann dachten, ich bin noch nicht doof. Und dann machen die nur noch und dann bewegen sich alle. Naja, es gab noch einen Mann, der sich tatsächlich auch an dieser Aussage gestört hat, dieses an eurer Seite stehen. Und es ist ein guter Mann. Es ist ein guter Mann. Er ist Journalist und er ist einer der wenigen Journalisten, über die man wirklich völlig uneingeschränkt sagen kann, das ist ein guter Journalist. Der ist, der hat so eine Art, wirklich zu versuchen, objektiv zu berichten, aber immer mit so einer Grundempathie der Welt gegenüber. Julian Reichelt hat geschrieben. Ja, Julian Reichelt hat es tatsächlich geschafft, diesen Satz noch schlimmer zu machen. Julian Reichelt hat geschrieben, Merksatz für alle, die jetzt fest an der Seite der Frauen im Iran und Afghanistan stehen, je mehr junge Männer aus diesen islamischen Diktaturen zu uns kommen, desto mehr wird unser Land wie Iran und Afghanistan. Herr Reichelt, ich weiß, Sie sind für Feminismus wie Einstein einst für die Physik. Ein Vorreiter. Ihr Altruismus ist unerreicht und unbesiegt. Ich spreche, glaube ich, hier für alle. Sie sind unser Frauenschild. Ob Muslima, Mutter Christin, ob Praktikantin bei der Bild. Ich möchte einfach Danke sagen für Ihre Kraft, wo ich verzage. Und ich würde mich nie beklagen. Ich habe nur eine Logikfrage. Der Mensch ist ja im Allgemeinen recht bequem und faul im Kern. Sie kennen das von sich beim Denken. Der Mensch verlässt sein Heim nicht gern. Wer also von zu Hause flieht, ist das nun echt der Islamist? Wer ins Unbekannte zieht, ist das nicht der, der anders ist? Der keinen Krieg will und kein Leid, den man verfolgt, dem Strafe droht, der in Gefahr ist, sich befreit von Gefängnis, Folter, Tod? Ich könnte sagen, mir egal, Frauen, Männer, Kinder, Vieh sind ein Gewinn für dieses Land, solange sie nicht so sind wie Sie. Doch heute geht's mal nicht um Hetzer. Ja, auch das soll's manchmal geben. Es geht, und sorry für das Pathos, es geht um Frauen, Freiheit, Leben. Vielen Dank. So, es gibt noch einen Mann, den ich toll finde. Er ist kein Journalist, er ist Politiker, Friedrich Merz. Ich bin großer Friedrich Merz-Fan. Wann immer Friedrich Merz spricht, denke ich, ach, habt ihr das nicht?
Kennt ihr diese Momente, wenn man so in der Runde sagt, kennt ihr das? Und alle so, nee, okay, egal, dann vergesst, dass ich das gesagt habe. Friedrich Merz, ich finde ihn ganz toll, der hat Anfang des Jahres, saß er bei Markus Lanz und es ging in der Diskussion um diese Silvesterausschreitungen in Berlin und Friedrich Merz sagte das Folgende: Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, zurechtweisen. Herr Merz, ich weiß, Sie sind für Feminismus wie Einstein einst für die Physik. Nein, mal im Ernst. Was hat Rassismus, dass er selbst Sie zum Gendern kriegt? Lieben Sie Rassismus mehr, als Sie den Feminismus hassen? Oder spült er seit jeher mehr Wählerstimmen in die Kassen? Klar, Migrantenkindern rinnen die Privilegien aus dem Schlund. Die Mächtigen sind Grundschulkinder mit Migration im Hintergrund. Nicht etwa weiße Oberschichtler, Juristensöhne, Millionäre. Die wahren Patriarchatsgesichter, der Quell der weiblichen Misere, sind kleine Paschas und ihr Vater, die ruchlos Lehrerinnen quälen. Dazwischen Sie als adäquater Frauenheld. Ich würde Sie wählen. Nein, echt, Sie machen alles richtig. Sie sind nun mal ein starker Mann, der es, und das zu sehen ist wichtig, mit Grundschulkindern aufnehmen kann. Vielen Dank. Ich habe so gedacht, ich kann das ja eigentlich irgendwie nicht machen. Ne? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur auf der AfD und der Union und der FDP rumhacken. Dann kommen wieder alle und sagen, oh, der linksgrün versiffte Staatsfunk. Weil es ja also es gibt ja verschiedene Missverständnisse, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht. Ne? Es gibt einmal das große Missverständnis, es sei ein Staatsfunk, was das Gegenteil dessen ist, was er sein soll. Und es gibt das große Missverständnis, dass alle, die bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie arbeiten, keine Meinung haben dürfen. Ich stelle mir gerade Satire ohne Meinung wahnsinnig lustig vor. Aber ich habe trotzdem gedacht, es geht nicht, ich muss auf den Grünen rumhacken. Und dann habe ich gedacht, wer sind denn die mächtigsten Grünen? Und ich bin auf Annalena Baerbock und Robert Habeck gekommen, völlig abwegigerweise. Das Lustige ist aber, dass Annalena Baerbock in der Regel kein Populismus unterstellt wird, sondern ihr wird Unfähigkeit vorgeworfen, ne? Wenn sie sich verspricht, wenn sie irgendwie 360 Grad statt 180 Grad sagt oder Anfang des Sommers, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Bacon of Hope, er war so wunderschön, der Speck der Hoffnung. Und es ist schade, dass man nicht einfach drüber lachen kann, weil es sofort immer als Unfähigkeit, überhaupt diesen Job zu machen, ausgelegt wird. Und ich will nicht immer alles so runterbrechen auf, es ist bestimmt, weil sie eine Frau ist, aber möglicherweise ist es auch ein ganz kleines bisschen, weil sie kein Mann ist. Das habe ich jetzt vorsichtig genug formuliert, glaube ich. Und naja, bei Robert Habeck ist es anders, bei ihm wird glaube ich sehr, sehr viel vorgeworfen, aber es ist so ein bisschen, wann immer der sich bewegt, wird ihm das vorgeworfen, deswegen fand ich das fast so ein bisschen langweilig und ich finde ihn auch gar nicht unfehlbar, ne? Der sagt auch manchmal Sachen, wo ich denke, das war jetzt nicht, da kann ich jetzt wirklich mal kritisieren, das ist eine gute, und dann macht Markus Söder den Mund auf, es ist so, ja, come on. Also Markus, der kann's halt, ne? Und da ist wirklich Robert Habeck einfach eine komplette Lusche gegen, es tut mir leid, was das angeht. Entschuldigung. Aber ich finde ich will jetzt nicht sagen eine Aussage, aber den Wahlkampfspruch, einen der Wahlkampfsprüche der Grünen im vergangenen Bundestagswahlkampf, den kann man ihnen wirklich sehr, sehr schön vorwerfen, und zwar den folgenden: Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Liebe Grüne, netter Wahlkampfspruch, wirklich. Wahlkampf ist die Brunftzeit der Politik. Alle tanzen albern um uns herum, spreizen ihre Federn, gockeln uns von Laternenpfählen entgegen und wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Dabei ist die beste Seite von Wahlplakaten zu jedem Zeitpunkt die Rückseite. Die AfD zum Beispiel warb im Wahlkampf 2021 mit dem Slogan »Lieber ohne Gummi als mit Maske«, weil sie offenbar die Laternenpfähle mit Tinder verwechselt und aus Versehen ihre sexuellen Vorlieben auf die Plakate gedruckt hat.
Auch schön war meine Lieblingspartei, die FDP. Oder wie Christian Lindner sagen würde, Christian Lindner. Deren Wahlplakate waren im Grunde eine 3D-Ansicht von Herrn Lindners Kopf. Es war ein bisschen, als wolle man online eine Vase kaufen und sie vorher von allen Seiten betrachten. Habe ich gerade Christian Lindners Kopf mit einem hohlen Gefäß verglichen, das seine Existenz durch nichts als die Bewässerung von Zierpflanzen zu rechtfertigen weiß? Huch. Im Vergleich dazu ist euer Slogan, liebe Grüne, schon ganz okay. Aber vielleicht einigen wir uns auf, er ist möglicherweise nur vielleicht ein ganz kleines bisschen schlecht gealtert. Vielen Dank. Ihr merkt, wir haben uns damit ganz subtil zum Thema Krieg in der Ukraine bewegt. Ich möchte da nicht lange verharren, aber ich habe ein Zitat von Wladimir Putin dabei. Etwas, das er vor ungefähr einem Jahr bei einer Rede im Kreml gesagt hat, und zwar das folgende: Verehrte Freunde, heute kämpfen wir für eine gerechte und freie Welt, vor allem für uns selbst, für Russland. Herr Putin, ich möchte Sie wirklich nicht beleidigen. Im Gegenteil, Ihr geradezu kreatives Verständnis von Gerechtigkeit ist beeindruckend. Mir sind nur zufällig zwei Dinge aufgefallen, die rein gar nichts mit Ihrem Charakter zu tun haben. Erstens, wenn man Ihren Namen französisch ausspricht, klingt er wie Putin. Und zweitens, die deutsche Version von Wladimir ist Waldemar. Und wenn man Waldemar sächsisch ausspricht, klingt es wie Voldemort. Es ist ein erstaunlich kurzer Weg von Wladimir Putin zu Voldemort Putin. Aber ich bin mir sicher, das ist reiner Zufall. Vielen Dank. So, genug über Krieg gesprochen, reden wir über Frauen. Es gab halt keine gute Überleitung, also habe ich eine schlechte genommen. Was soll ich machen? Wir machen das Thema Frauen ganz kurz. Ich finde, eigentlich reicht es sogar, wenn ich ein Zitat mit euch teile von Dieter Zetsche. Kennt ihr Dieter Zetsche? Der war zu dem Zeitpunkt, zu dem er das gesagt hat, Vorstandsvorsitzender bei Daimler. Und er hat gesagt, wenn ich höre, dass in 3-4 Jahren 40% auf den Führungsposten Frauen sein sollen, dann verraten Sie mir bitte, wohin soll ich all die Männer aussortieren? Er hat es so fast verstanden, oder? So fast. Er ist so ganz kurz davor, aber das war auch 2011, glaube ich. Also man sollte ihn vielleicht aktuell noch mal fragen, ob er da gedanklich weitergekommen ist. Das weiß ich nicht. Ich schimpfe immer so viel, ne? Ich schimpfe immer so viel. Ich sollte nicht immer so viel schimpfen. Nein, ich habe auch was ganz Positives. Ich höre jetzt auf zu schimpfen. Was ganz Positives, weil ich finde, es gibt ein Thema, einen Themenkomplex, und zwar einen ganz, ganz wichtigen, in denen der Populismus irgendwie noch gar keinen Einzug gehalten hat. Es gibt dieses eine Thema, über das immer sachbezogen, sachlich, konstruktiv gesprochen wird. Und das ist Klimaschutz. Da haben wir echt kein Problem, oder? Das ist, liegt ein bisschen dran, dass wir jetzt, glaube ich, alle terroristischen Vereinigungen, mit denen wir Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen verglichen haben, langsam durchhaben. Jetzt können wir konstruktiv drüber reden. Aber die schönste Aussage zu diesem ganzen Themenkomplex stammt von Volker Wissing auf die Frage nach einem zumindest temporären Tempolimit auf Autobahnen. Man müsste entsprechende Schilder aufstellen. So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager. Und ich habe nur ein ganz, ganz kurzes Gedicht an Herrn Wissing. Herr Wissing, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Welch schöner Satz aus Ihrem Mund. Schon als Minister sind Sie toll, ein Hit auch als Empiriker. Doch dass Sie Anbetung verdienen, hat einen völlig anderen Grund. Sie sind, ich hege da kaum Groll, eine Bombe als Satiriker. Vielen Dank.
Es ist so ein bisschen deprimierend. Ne? Wenn man über Populismus spricht, dann hangelt man sich immer so von Katastrophe zu Katastrophe. Also ich meine jetzt nicht Herrn Wissing, ne? ich meine schon das Thema Klimakatastrophe. Das ist so ein bisschen deprimierend auf Dauer und es ist auch fast ein bisschen Quatsch, weil das ja alles immer nur Stellvertreterthemen sind. Also ich bin mir wirklich relativ sicher, dass der FDP das Thema Klimaschutz völlig egal ist erstmal. Also ich glaube nicht, dass die da wirklich echte Emotionen zu haben. Ich glaube sogar, dass die AfD keine echten Emotionen zum Thema Rassismus haben, ne? Oder zum Thema Ausländer. Das ist alles ein egoistischer Weg zu möglichst viel Macht. So. Und dieser Egoismus darin, vielleicht liegt es daran, dass so viel Ich im Populismus steckt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die FDP darin nicht so schlecht ist und ein gewisses Talent hat. Ich höre gleich auf mit FDP-Bashing. Ich verspreche, es liegt ein bisschen daran, dass ich bald durch bin. Ne? Aber einer kommt noch, weil ein FDP-Mann fehlt doch noch, wenn wir über Populismus sprechen. Oder wer fehlt euch noch? Kubicki, Wolfgang Kubicki, ich finde es so großer. Der hat meinem Programm den Namen gegeben sogar. Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Es ist so toll. Der sagt immer so Sätze. Wolfgang Kubicki sagt immer so Sätze. Die haben erstmal überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber sie sind toll. Ich mag die. Der ist ganz toll. Und der hat letztes Jahr im Sommer, als alle so ein bisschen sorgenvoll auf den Winter schielten und nicht wussten, ob die Energie wohl reichen würde, da hat er auch einen ganz tollen Satz gesagt, nämlich den hier: Ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Herr Kubicki, ich möchte Ihnen für diesen Satz danken. Ich finde ihn beruhigend. Nicht, dass ich mir Sorgen um Ihre Körperhygiene machen würde. Wir sind uns noch nie begegnet und diesen Umstand zu ändern steht auf meiner Prioritätenliste nicht ganz weit oben. Aber ich finde ihn trotzdem beruhigend. In dieser chaotischen Welt, bei all den Nachrichten, die uns selbst vor Schreck in der Dusche ausrutschen lassen, bei all den Leuten, die irgendwas von uns wollen, dass wir sparen, uns einschränken, solidarisch sind und nicht mehr so lange duschen, um Energie zu sparen. All das könnte uns aus der Bahn werfen, aber das tut es nicht. Denn wir haben ja immer noch eines, die Möglichkeit, uns Sie, Wolfgang Kubicki, unter der Dusche vorzustellen. Ich stelle mir das wirklich vor. Also jetzt nicht bildlich und wenn doch, dann in einem gesitteten Close-up auf Ihr Gesicht. Aber ich stelle mir vor, dass Sie das Spiegel-Interview mit Robert Habeck gelesen haben, in dem dieser sagt, dass er seine Duschzeit verringert hat. Und dass Sie, Herr Kubicki, daraufhin sofort wutschnaubend Ihr Handy zur Seite geworfen haben und ohne sich zu entkleiden unter die Dusche gestürmt sind. Einfach aus Trotz. Und mich befällt da ehrliche Anteilnahme, nicht nur mit Ihnen, sondern ehrlich gesagt mit Ihrer gesamten Partei. Wirklich, ich habe Mitleid mit der FDP, weil ich mir das so anstrengend vorstelle. Dieses ewige Pochen auf die eigene Freiheit. Da muss man ja wirklich immer, wenn jemand, sogar mit guten Argumenten, irgendein Anliegen hat, genau das Gegenteil tun. Schnall dich bitte an. Pass auf, dass du dir mit dem Messer nicht in den Finger schneidest. Geh nicht so nah an den Abgrund, damit du nicht runterfällst. Wie, Herr Kubicki, haben Sie bloß bis heute überlebt? Sie sind so ein, nee, super, aber für mich gilt das jetzt nicht, oder Typ? Es hat schon mit der Pandemie nicht so richtig harmoniert. Wieso sollte es das in irgendeiner anderen Situation tun, in der gesellschaftliche Solidarität gefragt ist? Aber das macht ja nichts. Wenn die Energiepreise steigen, wenn ein paar von uns vielleicht im Winter frieren, wenn wir in einigen Jahren am Klimawandel untergehen, haben wir alle immer noch diesen einen beruhigenden Gedanken. Sie, Wolfgang Kubicki, sind frisch geduscht. Vielen Dank. Der Mann, der das folgende Zitat gesagt hat, ist nicht in der FDP. Ich verspreche, es ist vorbei jetzt mit FDP-Bashing. Alle, die deswegen hier sind, können jetzt quasi gehen. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass der folgende Mann nicht in diesem Land wohnt. Boris Johnson hat in seiner Abschiedsrede, als er sein Amt niederlegen durfte, einen wirklich ganz wundervollen Satz gesagt. Er hat gesagt: Ich bin wie eine dieser Trägerraketen, die ihre Aufgabe erfüllt hat. Ich werde nun sanft in die Atmosphäre zurückkehren und unsichtbar in einer abgelegenen und dunklen Ecke des Pazifiks niedergehen. Das ist schon schön, oder? Es ist so schön, weil es auch mit der Realität so wenig zu tun hat. Aber es ist so ein,
er hat irgendwie, er nimmt sich die Deutungshoheit über seine Amtszeit einfach ungefragt. Das ist so schön. Und ich finde dieses bescheidene Bild, das er gewählt hat, so toll. Weil wer denkt, wenn er Boris Johnson sieht, nicht sofort an eine Rakete? So. Naja. Und wo wir bei, sagen wir mal, einem recht kreativen Verhältnis zur Realität sind, habe ich noch ein, ist es vielleicht das schönste Zitat des Heute. Ich möchte es gar nicht mit einer Anmoderation entwürdigen, das folgende. Ich bin nicht käuflich, Philipp Amthor. Herr Amthor, natürlich sind Sie nicht käuflich. Ich glaube Ihnen, dass Sie das glauben. Denn vermutlich kommen Sie einfach nicht dazu, die Nachrichten zu lesen. Sonst wüssten Sie ja, dass das nicht stimmt. Aber das ist bei vielen Leuten so, die zwei Jobs gleichzeitig haben, um über die Runden zu kommen. Da bleibt einfach nicht viel Zeit für so etwas wie Zeitung lesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden gesiezt habe, der jünger ist als ich. Aber ich habe das Gefühl, dass Ihnen das wichtig sein könnte, dass Sie ernst genommen werden wollen als erwachsener, vollwertiger CDU-Politiker. Und das ist Ihr gutes Recht. Ich habe bislang noch kaum etwas anderes über Sie gelesen als Witze. Witze über Ihr Alter, Witze über Ihr Äußeres. Und ich finde Witze über Äußerlichkeiten nie gut. Die Sache bei Ihnen ist nur, dass die Kombination Ihres Äußeren mit Ihrem Inneren und nur diese Kombination tatsächlich lustig ist. Und verstehen Sie mich nicht falsch, damit möchte ich keineswegs Ihr Äußeres beleidigen. Sondern Ihr Inneres. Wie kann man mit Anfang 30 schon so alt sein? Trotzdem, ich verstehe, dass Sie genervt sind von all den oberflächlichen Witzen über Aspekte Ihrer Person, die mit Ihrem Job, also Politik, nichts zu tun haben. Ich verstehe das wirklich. Ich wünsche mir auch oft sachliche, differenzierte Kritik zu meinen Texten und bekomme stattdessen Kommentare wie geile Titten, die Alte. Klar, das nervt. Und klar, wir alle wollen für unser Handeln beurteilt werden und nicht für unser Aussehen. Ich muss aber zugeben, dass ich durchaus beeindruckt davon bin, wie weit zu gehen Sie dafür bereit sind. Und Sie haben es ja geschafft. Nun sieht in Ihnen niemand mehr den kleinen Jungen, der sich als Friedrich Merz verkleidet hat. Jetzt endlich sehen Sie alle als das, was Sie sind. Ein käuflicher, korrupter alter Mann. Oder auch ein vollwertiger CDU-Politiker. Herzlichen Glückwunsch. So, wir sind fast durch, aber ich habe noch einen Brief dabei und ich habe so das Gefühl, zum Ende müssen wir ein bisschen das Niveau steigern, deswegen würde ich jetzt noch kurz über Penisse reden. Wer von euch kennt Andi Grote? Mal hier rufen. Okay, wer kennt ihn nicht? Wer ist zu schüchtern reinzurufen? Bitte mal laut reinrufen. Naja, alles gut. Also Andi Grote ist von der SPD, Hamburger Innensenator und ich glaube, vielmehr muss ich vielleicht, der Rest erklärt sich von selbst. Ich möchte nicht auf eine Aussage von ihm eingehen, sondern auf eine Aussage, die an ihn gerichtet wurde und zwar von einem bis dahin unbekannten Twitter-User, damals hieß es noch Twitter, der schrieb, Andi, du bist so ein Pimmel. Herr Grote, Hamburger Innensenatoren, zumindest ehemalige, sind nicht für ihr gutes Gedächtnis bekannt. Deshalb möchte ich Sie für den Fall, dass Sie ihn vergessen haben sollten, an einen Satz erinnern. Andi, du bist so ein Pimmel. Das ist nur ein Zitat und es ist so eine schöne Geschichte, das Pimmelgate. Wochenlang hat sich das Internet mit nichts anderem beschäftigt. Neuer Bundestag, Klimagipfel, Rassismus auf der Buchmesse, alles war egal, denn da hatte jemand Pimmel gesagt. Folgendes war passiert. Sie, Herr Grote, Hamburgs Innensenator, haben mitten in der Pandemie eine fette Corona-Party gefeiert. Und dann hat sie jemand auf Twitter mit dem männlichen Geschlechtsteil verglichen. Also mit jenem formschönen, mächtigen Ding, das Nachwuchs zeugen, Frauen und Männer beglücken und das Weltgeschehen lenken kann. Dieses freundliche Kompliment wurde in folgende poetische Worte gefasst.
du bist so ein Pimmel. Sie haben daraufhin das getan, was jeder Mensch getan hätte, der nicht mit Komplimenten umgehen kann. Sie haben Strafantrag gestellt und dafür gesorgt, dass um 6 Uhr morgens die vermeintliche Wohnung des Kommentarschreibers durchsucht wurde. Völlig normale, angemessene Reaktion. Du sagst, Pimmel, ich schick dir 6 Beamte vorbei, die deine Kinder erschrecken. Aber die Geschichte hört da nicht auf. Diese Hausdurchsuchung fanden viele Leute so albern, dass die Internetgemeinde ein bisschen zu viel Spaß hatte und wenig später überall in Hamburg Andi, du bist so ein Pimmel-Aufkleber zu finden waren. Es gab sogar ein Fake-Spiegelcover, auf dem stand, Mensch Andi, sei doch nicht so steif. Und das war natürlich alles überhaupt nicht lustig. Und weil das alles überhaupt nicht lustig war, wurden diese Aufkleber anschließend fleißig von der Hamburger Polizei übermalt, abgekratzt oder mit der polizeilichen Berufsehre in den Gulli gespült. Und ich finde das toll, wirklich. Endlich wurde mal etwas gegen Hass im Netz unternommen. Bis dahin war das ja eher schwierig. Ich habe zum Beispiel auch schon Leute wegen Hass im Netz angezeigt und da gab es nie eine Hausdurchsuchung. Aber ich muss fairnesshalber zugeben, mich hat auch nie jemand Pimmel genannt. Mir haben sie bloß geschrieben, man solle mich vergewaltigen oder mir den Kopf abschneiden. Das ist natürlich nicht dasselbe. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen überreagiert. Tut mir leid, ich bin da manchmal ein wenig, wie nennt man das bei uns Frauen? Hysterisch. Aber bei Ihnen, Herr Grote, ist doch toll, dass die Polizei da mal gezeigt hat, was sie in Bezug auf Hass im Netz leisten kann. Das Blöde ist nur, dass die Polizei jetzt gezeigt hat, was sie in Bezug auf Hass im Netz leisten kann. Täter ausfindig machen, Tatwaffe sicherstellen, Delikt ernst nehmen, das geht, solange das Opfer der eigene Chef ist. Und ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die Polizei hat sich da ein bisschen verraten, denn jetzt wissen wir ja, dass das geht. All die Menschen, die regelmäßig im Internet rassistisch oder sexistisch beleidigt werden und deren Strafanträge immer wieder ins Leere laufen, die wissen nun, es geht. Wenn ihnen nicht geholfen wird, dann aus dem einfachen Grund, dass sie nicht Andi Grote heißen. Und deshalb, Herr Grote, haben Sie sich ein Gedicht verdient. Ach Andi, weißt du, Hass ist schlimm. Doch andere werden abgewimmelt und zeitgleich wird nun sehr bestimmt in deinem Namen rumgepimmelt. Doch wenn du derart mächtig bist, die Kränkung dir nichts Böses kann, dann, ob nun Pimmel oder nicht, kommt's halt auf die Größe an. Das war's von mir. Vielen Dank.